immer schnell stempeln und wieder vorbei. Ja, unser Ding passt genauso, außer heute ist es nicht. Alles klar, danke. Seit Montagmorgen, wo ich mich im Hungerstreik befinde, habe ich mein Geschäft nicht mehr betreten, sehe ich jetzt erstmalig wieder. Du kannst da heulen, wenn du das siehst. Kein Mensch sonst. Bloß wegen der scheiß Politik. Kann dir keiner helfen. Du kämpfst leichtfertig, werden hier 20 Arbeitsplätze weggeschmissen und keine Sau interessiert's. Eigentlich nicht. Ich gehe abends auf meine Matte hier draußen vorm Laden. Meine Frau, die begleitet mich. Die hat dann 12 Stunden im Geschäft hinter sich. Sie will mich aber nicht alleine lassen. Die bleibt dann bei mir und ich habe eine Angst um sie. Seit Tagen hat die nicht geschlafen und nur gearbeitet am Tag. Interessiert kein Mensch mehr. Und dann, ich betreibe das Geschäft nicht, die bringt mir dann früh eine Waschschüssel raus und ein bisschen Zahnputz, dass ich mal frische Unterwäsche anziehe und bloß ein bisschen Zähne putze und mich ein bisschen frisch mache. Mehr ist nicht. Ne? Nachts, ich kann nicht schlafen. Ich laufe ein bisschen auf dem Parkplatz spazieren dann und gucke immer mal nach meiner Frau, damit sie Wänzchen, wenn sie mal 1-2 Stunden Schlaf hat. Also ich habe denen gesagt, ich sage, ich mache keinen Spaß. Solange ich atme, bleibe ich hier sitzen. Die Situation ist eigentlich gar nicht gut. Ich weiß nicht, wie es in meinen Mitarbeitern vorgeht. Auf alle Fälle weiß ich, die halten mir, solange ich da draußen sitze, den Rücken frei. Und das ist für mich auch wichtig zu wissen, dass die paar Kunden wirklich immer noch so gut bedient werden wie früher. Das machen die auch. Und bitte jetzt, ja. Ach so. Ich kann eigentlich kein Thema sehen. Ich bring dir gleich was anderes an. Okay. Alles klar. Ja, dann muss ich ihn Klaus schicken. Ja? Naja, wir haben heute die letzten paar Stunden. Ne? Ich war zu Hause gegessen. Hast du alles gekostet? Ja, 3 oder 4 Kosten. Okay, was wir sehen die. Ach, du möchtest mal nicht mehr kochen, nee, ne? Nee. Will ich nicht haben. Na? Meine Gefühlslage. Ja, meine Gefühlslage, natürlich, ich bin ängstlich. Aber momentan kann ich jetzt nicht viel Gedanken daran verschwenden, was passiert. Sondern ich muss einfach funktionieren. Ich arbeite, unterstütze meinen Mann, versorge ihn. Nicht mehr dran. Ja, dann muss der Markt geschlossen werden. Das ist die größte Sorge. Dann wird der Markt geschlossen, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Und dann ist Chaos perfekt. Und das, was ich hier jetzt im Moment aktuell erlebe, das ist für mich eine Provinzposse. Die Menschen müssen hier plötzlich 30, 40, 50, 60 Kilometer mehr fahren, um das zu erreichen, was sie vorher als selbstverständlich im Alltag erleben durften. Und andererseits werden Menschen einfach abgeschottet. Es finden hier Dinge statt, die so
einfach nicht hinzunehmen sind. Und er ist mutig. Und ich bin sehr froh, dass er einer derjenigen ist, der jetzt in dieser Situation aufsteht. Zeigen Sie ruhig noch mal. Okay, Hand wieder weg. Kurz runterschauen auf die Karte. Diese Umleitung hier von fast 13 Kilometer, die fährt kein Mensch, um sich abends mit Lebensmitteln zu versorgen. Das macht niemand. Das ist einfach. Bei uns kommt kein Auto mehr. Ne? Oder zumindest ganz wenige. Ich weiß momentan nicht, wie es weitergeht. Sie haben zwar alle signalisiert zu helfen, Banken, die Rebe. Ob das reicht, ich kann es heute nicht sagen. Das finde ich ganz fantastisch. Man muss es sagen, alle unsere Kunden, die jetzt noch kommen können, die klopfen dir auf die Schulter und das gibt so viel Kraft und sagen, mach weiter und gegen den Irrsinn, der hier jetzt betrieben wird. Und das ist eigentlich die Kraft, wo ich jetzt sagen muss, das lohnt sich auch weiterzumachen. Ja. Es gibt dann dazu also auch Möglichkeiten, aber innerhalb des Ortes auch zu fahren. Es ist nicht möglich, dass wir dort also die halbseitige Sperrung, das wurde von uns untersucht, wir haben dazu ein Gutachten anstellen lassen, ob es möglich ist, die halbseitige Sperrung dort durchzuführen. Und im Rahmen dessen ist also ausgewiesen worden, dass wenn wir drei Leitungen bauen, dass dann dementsprechend die Baufreiheit, die Verkehrssicherheit nicht gegeben ist bei einer halbseitigen Sperrung. Jetzt dabei. Ja, das geht mir natürlich sozusagen auch an den Nieren. Mir tut das auch leid, aber wir müssen die Infrastruktur, es muss einmal, man sagt immer so schön, im Leben einer Anlage muss es erneuert werden. Und ich bedauere, dass ein Unternehmer in Hungerstreik getreten ist. Wir sind mit ihm im Gespräch. Er hat einen Vermittler sozusagen eingestellt, damit, mit dem reden wir jeden Tag, sodass wir da also auch versuchen, eine Lösung zu finden und diesen Hungerstreik zu beenden. Und diese Entscheidung ist aber leider erst im Frühjahr 2013 getroffen. Sie kennen die Miseren mit den Finanzen. Jeder muss erstmal seinen Haushalt dementsprechend dort auf dieser Sache dann klären, sodass wir im Frühjahr 2013 an die Öffentlichkeit herangetreten sind und gesagt haben, es wird keine halbseitige Sperrung, wie wir es im Jahr 2012 dann geplant haben, sondern wir machen eine vollseitige Sperrung. Aber